heutigen Video möchte ich mit euch über ein ganz bestimmtes Produkt sprechen, und zwar über die neue feste Gesichtsreinigung von Isana. Die habe ich mir schon vor längerer Zeit zugelegt und habe auch versucht, dieses Produkt eine Woche lang zu benutzen, obwohl ich natürlich weiß, wie die Formulierung ist. Ich musste das Ganze abbrechen. Wieso, weshalb, warum, werde ich euch auch nochmal im Video erklären. Natürlich geht es mir hier vorrangig darum, was eben der Hersteller verspricht. Hier steht zum Beispiel drauf extra mild, und auch das allgemeine Herstellerversprechen ist ein bisschen fragwürdig, vor allem wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut. Ich werde auch am Ende des Videos nochmal auf zwei andere Produkte eingehen, weil ihr mich auf Instagram einfach immer wieder unter diesen Produkten verlinkt und meine Meinung dazu wissen möchtet. Also falls euch das interessiert, dann bleibt doch dran. Bevor es darum geht, dieses Waschstück einzuordnen, möchte ich euch zunächst das Herstellerversprechen vorlesen, damit ihr das einfach im Hinterkopf behaltet, wenn es dann später um die Formulierung geht. Und zwar, Isana verspricht: Die Isana feste Gesichtsreinigung mit extra milder Rezeptur reinigt die Haut sanft und porentief. Die Triple Butter Formel aus Shea, Kakao und Mango Butter pflegt und unterstützt den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Haut ohne zu beschweren. Was die Anwendung angeht, wird hier empfohlen, dieses Waschstück täglich morgens und abends in den Händen aufzuschäumen und damit sein Gesicht zu reinigen. Und hier steht sogar nochmal extra was zur Hautverträglichkeit. Und zwar soll dieses Produkt für jeden Hauttypen geeignet sein, egal ob empfindliche oder gar trockene Haut. Nachdem wir uns das Herstellerversprechen angeschaut haben, versuchen wir dieses Waschstück jetzt in eine Kategorie einzuordnen. Da gibt es nämlich drei an der Zahl. Und zwar unterteilt man diese Waschstücke in Seife, Sündet oder Combo Bar. Und bei diesem Produkt handelt es sich um ein Kombi-Waschstück, also ein Combo Bar. Ich habe auf Instagram auch einen schönen Beitrag dazu, wie ihr das anhand der Inhaltsstoffe ganz schnell erkennen könnt, ob es sich um Seife oder Sündet handelt. Und ein Kombi-Waschstück vereint beides. Also sprich, da sind Seifentenside drin und moderne Tenside drin. Bei diesem Produkt ist es aber so, dass die Haupttenside Seifentenside sind. Und zwar seht ihr das anhand der Inhaltsstoffe. Hier ist zum Beispiel Natriumsterat drin, Natriumoleat, Natriumlaurat. Das sind alles Seifentenside, die leider auch nicht sonderlich hautfreundlich sind. Aber es ist auch noch ein modernes Tensid enthalten, was in der Lage ist, das Irritationspotenzial reizender Tenside herabzusetzen. Problem ist natürlich, dass die Konzentration von diesem Tensid hier mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering sein wird, weshalb wir definitiv nicht davon ausgehen können, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit das Irritationspotenzial der harschen Seifentenside abmildern wird. Und das hier ist auch das größte Problem meiner Meinung nach. Auf dem Produkt steht extra sanft bzw. extra mild. Hinten das Herstellerversprechen sagt das auch nochmal, dass dieses Produkt super sanft ist. Aber anhand der Inhaltsstoffe können wir erkennen, dass das überhaupt nicht zutrifft. Außerdem wissen wir natürlich auch, dass Seife immer einen alkalischen pH-Wert hat, und bei diesem Produkt ist das selbstverständlich auch der Fall. Hier liegt der pH-Wert zwischen 9 und 10, sprich, bei diesem Reinigungsprodukt handelt es sich definitiv nicht um ein hautfreundliches Reinigungsprodukt. Trotz der Tatsache, dass die feste Gesichtsreinigung von Isana nicht mild formuliert ist, habe ich sie dennoch ausprobiert, und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Oh, welch Wunder! Das haben wir ja auch gleich anhand der Inhaltsstoffe erkennen können, dass das Produkt eben nicht sonderlich hautfreundlich ist. Und da meine Haut eben auch aufgrund der aktuellen Mund-Nasen-Schutzpflicht eben ein bisschen strapaziert ist, hat das Ganze eben meine Haut auch noch zusätzlich belastet, und ich musste es einfach absetzen. Aber nur um meine persönliche Erfahrung mit euch zu teilen: Nachdem ich mein Gesicht mit diesem Produkt gereinigt habe, fühlte es sich sehr, sehr stumpf und trocken an. Also die Haut war super stumpf, trocken, gereizt. Stellenweise hat es sogar gejuckt, also sonderlich angenehm war das Ganze definitiv nicht. Es ist einfach dieses typische Gefühl von einer Seifenreinigung. Aber was eben noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass wie so ein leichter Fettfilm auf der Haut bleibt, sprich, ihr habt dieses super stumpfe Gefühl auf
der Haut und diese Hautreizung, die man eben auch wirklich merkt und darüber liegt wie ein Fettfilm auf. Also es ist wirklich super, super unangenehm und das Zeug brennt natürlich auch wie Sau in den Augen. Deshalb auch von mir persönlich hier definitiv keine Empfehlung für dieses Produkt, also nicht nur anhand der Inhaltsstoffe, sondern auch anhand eben meiner Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich verstehe nicht, wie man solche Versprechen machen kann. Dieses Produkt ist definitiv nicht extra mild oder gar sanft und es ist auch absolut nicht für empfindliche oder gar trockene Haut geeignet. Ich würde es eigentlich überhaupt niemandem empfehlen, ehrlich gesagt. Zwei weitere Waschstücke, die euch anscheinend sehr interessieren, sind die Duschseifen von Isana und Balea. Ich persönlich würde sie euch beide nicht zur Reinigung empfehlen, weil es sich hier schlichtweg um Seifen handelt und Seifen sind einfach nicht hautfreundlich. Wenn wir uns die Inhaltsstoffe anschauen, ist das Ganze ein bisschen schwierig zu erkennen, weil bei beiden Produkten erst die Pflanzenöle aufgelistet werden und dann die Laugen, mit denen diese Pflanzenöle behandelt wurden. Das ist auch im sogenannten Kaltsiedeverfahren hergestellt worden. Das ist ein bisschen aufwendiger im Vergleich zu den industriellen Verfahren, um Seifentenside zu produzieren. Aber dennoch findet hier natürlich die gleiche chemische Reaktion statt. Sprich, ihr habt in diesen Seifen auch eben die harschen Seifentenside enthalten, die nicht hautfreundlich sind. Und die Seifen haben auch selbstverständlich einen alkalischen pH-Wert, was auch nicht sonderlich hautfreundlich ist. Ich habe da auch einen großen Beitrag zu verfasst, wo ich die Unterschiede zwischen Seifen und Syndets erkläre, falls euch das näher interessieren sollte. Aber wenn ihr auch euch genau die Formulierung anschaut, dann fällt euch mit Sicherheit auf, dass sie sich sehr, sehr ähneln. Sie sind nahezu identisch, außer der einen oder anderen Duftstoffkomponente, die sich dort unterscheidet. Und auch die Duschseife von Balea ist eingefärbt. Ansonsten teilen sie sich auch tatsächlich die gleichen Inhaltsstoffe. Aber wie gesagt, bei beiden handelt es sich um Seifen. Und da Seifen nicht sonderlich hautfreundlich und mild sind, würde ich beide Produkte definitiv nicht zur Reinigung weiterempfehlen. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein bisschen informativ war. Wenn dem so war, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!